Hallo, ich möchte mich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Heike Lundquist, ich bin Trainerin im Fitnessstudio Das Sportivo in Gladenburg und ich gebe Kurse und baue meine Pro-Mix. Mix ist für Körperteile, die man sonst nicht mit rein, Brust, Schulter, Arme. Dann gebe ich Pilates, dann gebe ich Rückenfit und auch Spezial. Und daraus möchte ich euch gerne ein paar Übungen zeigen. Beginnen werden wir mit Pilates. Pilates ist ein Beckenbodentraining, da muss ich ganz kurz einsteigen und sagen, was wichtig ist. Ihr müsst darauf achten, dass ihr euren Beckenboden anzieht, dass ihr den Bauch nach innen zieht, dass ihr in die Seiten reinatmet und versucht, die ganze Zeit die Spannung zu halten. Wichtig ist dabei, immer schön die Schultern locker, nicht zu den Ohren ziehen, sondern schön entspannt mitmachen. Ich zeige euch drei Übungen. Die erste Übung heißt der Bug, auf Deutsch toter Käfer. Ist aber nicht gefährlich, es macht einfach nur Spaß. Wenn ihr Lust habt, macht mit. Ich beginne dann. Wir gehen in die Rückenlage. So, ganz entspannt, Schultern von den Ohren, Beine sind aufgestellt. Wir gehen mit dem Becken in die Neutralposition, das Becken ein bisschen kippen, dass wenn man schaut, dass es eine Linie ist. Wir spannen den Beckenboden an. Ziehen den Bauch nach innen, so bleiben wir schon mal. Nehmen dann die Beine hoch, Stufenstellung, Arme hoch. So, jetzt atmen wir tief ein und aus. Beim Einatmen, schön in die Flanken, ausatmen. Im Wechsel Arm und Bein strecken. Einatmen, ausatmen. Ein. Aus. Ein und aus. Denkt an euren Beckenboden. Wenn er wieder nach unten rutscht, zieht ihn wieder hoch. An die Atmung denken. Aus und ein. Wir machen noch viermal. Noch drei. Zwei noch. Und der letzte. Dann ziehen wir die Beine zum Körper und gehen in die Entspannung. Das Ganze kann man zwei, dreimal hintereinander machen. Ich zeige es mit euch jetzt noch einmal. Nach jeder Anspannung kommt eine Entspannung. So brauchen wir hinterher keine Dehnungsübung. So, wenn du bereit bist für die nächste Übung, machen wir weiter. Single Leg Stretch, einbeiniges Strecken und Anziehen der Beine. Ganz entspannt wieder liegen, wieder in Neutralposition einnehmen. Denk wieder an euren Beckenboden, zieh ihn ein, zieh den Bauch nach innen, versuche in die Seiten reinzuatmen. Und die Box, so nennt sich das Ganze, schön festzuhalten. Wir atmen ein und mit dem Ausatmen einmal anziehen und wechseln. Einatmen. Die Schultern bleiben wieder locker, der Beckenboden wird angespannt. Ich muss jetzt zwischendurch reden, deswegen kann ich nicht auf die Atmung achten. So, wieder. Kinn ist zur Brust gezogen. Das Bein richtig rausstrecken, das andere dicht ranziehen. Noch viermal. Letzter. Und ablegen. Leicht entspannen. Arme mal zur Seite strecken. Geschlossene Beine zur Seite fallen lassen. Und wieder aufbrechen. Und zur anderen Seite fallen lassen. Und wieder aufbrechen. Ich hoffe, die Übung hat euch Spaß gemacht und war nicht zu anstrengend. Die nächste Übung nennt sich Bridging. Wir liegen ja ganz entspannt. Und
haben, den Beckenboden oder das Becken wieder in neutrale Position. Wir spannen unseren Beckenboden an, ziehen den Bauch wieder nach innen. Ich betone das immer, weil man es schnell vergisst. Einatmen in die Seite und mit dem Ausatmen heben wir das Becken Wirbel für Wirbel auf. Wenn du oben angelangt bist, atmest du ein, nimmst die Hand zur Hilfe, legst sie auf deinen Brustkorb und gehst mit dem Ausatmen wieder Wirbel für Wirbel nach unten. Schön langsam. Du atmest wieder ein und gehst langsam wieder nach oben. Aus Brustbein einatmen und Wirbel für Wirbel wieder abrollen. Wieder ein und mit dem Ausatmen langsam wieder hoch. Denk an euren Beckenboden, spannt nochmal nach und wieder ab. Zweimal noch das Ganze und wieder hoch. Ein und ab. Ein letztes Mal. Wenn ihr wieder unten seid, geht nochmal in die Entspannung, einfach die Beine zum Körper ranziehen und hin und her schauen. Die Übung, die ich euch gezeigt habe, kann man 2 bis 3 Mal nacheinander machen und das sollte dann auch erst einmal reichen. So viel zum Pilates. Bis dann, euer Heike.